Oh mein Gott, Leute, es geht los. Wir fahren gleich zu eines der größten Gewächshäuser bzw. Online-Versandhändler in Deutschland für Pflanzen. Und der hat aktuell richtig fett aufgetischt. Also da wird es richtig geile Alokasien geben. Monsteras, Philodendron, egal, alles, was das Herz begehrt. Und dazu muss ich sagen, es wird ein Gewinnspiel geben, wo ihr eine richtig geile Pflanze bekommen werdet. Das aber im Laufe des Videos. Aber jetzt holen wir erstmal jemanden ab, damit das Ganze doppelt spaßig wird. Let's go! Und damit herzlich willkommen auf Potplanter, eurem Kanal rund um die Pflanze. Und ihr habt es ja gerade schon wahrscheinlich mitgekriegt, ich habe unterwegs noch jemanden abgeholt, und zwar den Dominik. Wer der Dominik ist, das zeige ich euch jetzt. Hi. Leute, an dieser Stelle muss ich einmal kurz unterbrechen, bevor das Video richtig losgeht. Denn ihr habt schon gemerkt, in der letzten Woche und davor die Woche ist die Soundqualität wirklich schlecht gewesen. Und in diesem Video ist es nochmal passiert. Denn mein neues Mikrofon hat tatsächlich einen technischen Defekt. So, ab nächste Woche wird es wieder die gewohnte gute Soundqualität geben. Aber jetzt habe ich mir noch die Frage gestellt, bringe ich dieses Video trotzdem? Und ich habe mir gesagt, ja, wir waren 5 Stunden fort. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn die Dreharbeiten schon so einen Spaß machen, dann werdet ihr auch Spaß haben, dieses Video zu gucken, trotz dieser beschissenen Soundqualität. Und jetzt halte ich mein Bubble und ihr guckt weiter. Viel Spaß. Jetzt. Hi, mein Name ist Dominik. Manche kennen mich vielleicht von dem Kanal auf Instagram Houseplants Essen Rü. Ich bin hier mit dem Potplanter unterwegs. Wir gucken uns mal ein paar Sachen an und ja. Sollen wir loslegen? Wir legen auf jeden Fall los. Vorher sagen wir aber noch eine Kleinigkeit zu dem heutigen Tag. Und zwar werden wir heute hier beim Palmmann, wir sind nämlich gerade beim Palmmann angekommen, ein wenig durch die Gartenhäuser schlendern. Und da haben wir jetzt gerade schon mal so ein bisschen geguckt. Und das Coole wird sein, da gibt es ein paar Neulieferungen, die auf jeden Fall richtig am Eskalieren sind. Was das genau bedeutet, das zeige ich euch im Laufe des Videos. Und wir sind jetzt hier auf jeden Fall komplett alleine, was ziemlich geil ist. Und ich hatte ja schon mal auf YouTube und auf Instagram eine Umfrage gemacht. Was würdet ihr machen, wenn ihr mal so einen Tag alleine im Gartencenter wärt? Und da gab es ein paar lustige Sachen. Und genau diese Sachen werden wir heute hier, der Dominik und ich, im Gartencenter auch irgendwie mal versuchen auszuprobieren. Mal gucken, was uns da für so ein Blödsinn einfällt. Und natürlich werden wir hier auch nochmal die ein oder anderen Pflanzen vor die Kamera stellen und ein bisschen was dazu sagen. Wir werden uns natürlich auch das Raritätengewächshaus angucken. Das wird nämlich nochmal eine richtig coole Nummer. Und jetzt ist Zeit für Spaß, liebe Leute. Let's go! Wir sind auf jeden Fall jetzt mal richtig kaputt, weil aber hat richtig Bock gemacht, muss ich an der Stelle schon mal sagen, hier durch das komplette Gartencenter zu fahren und einfach mal mit dem Ding hier komplett zu eskalieren. So, und die nächste Übeltat, ist das richtig, Übeltat? Ist auch scheißegal. Die nächste Geschichte, die machen wir jetzt. Was, weiß ich noch nicht. Ich glaube, der Dominik weiß es auch noch nicht. Wir sind einfach spontan und gucken jetzt mal weiter, was es da hinten so gibt. Okay, da ist die Tür offen. Der liebe Dominik hat uns die Tür geöffnet und jetzt gehen wir in das etwas wärmere Gewächshaus, weil da drüben, wo wir gerade waren, da war es auf jeden Fall kalt. Und jetzt schauen wir uns hier mal um. Wir wissen gerade selber noch gar nicht so hundertprozentig, was hier so im Detail auf uns wartet. Aber hier vorne zumindest sind schon mal ein paar coole Sachen dabei. Dominik, hast du schon mal was Cooles gesehen hier? Ja, die Banane. Wo? Hier. Liebe Bananen. Bananen sind schön, ich habe gar keine. Ja, also die Musa Dwarf, ne? Diese Zwergbananen. Das weiß ich leider nicht, aber Bananen sind auf jeden Fall noch auf der Wunschliste für mich. Ja, das sieht cool aus. Was kostet die?
Die soll jetzt 29,90 kosten. Okay, ja, geht klar. Finde ich eigentlich okay für die Größe. Die Größe ist gut auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade hier hinter den, ich weiß gar nicht, ob man hingehen darf, aber hier sind auf jeden Fall auch was an Pflanzen. Und zwar hier so eine Syndapsus. Pictus, oder? Ja, aber auf jeden Fall richtig fette, fette Blätter und sehen auch richtig gut aus. Auch in einer riesen Stückzahl hier vorhanden. Auch die Marble Queen hier. Geil, 7,99 sehe ich gerade. Auch richtig gut, ne? Auch in einer richtig guten Qualität. Oh, das ist ein Goni Red Spot. Red Spot Pink Splash. Aber die hat auf jeden Fall Durst. Ja. Ich auch. Okay, weiter geht's. So, wir gehen jetzt einfach mal hier zusammen durch die Gänge. Der Dominik, der guckt sich nämlich gerade da hinten um. Und ja, hier eine Philodendron Brasil. Auch gut vergriffen, würde ich fast sagen. Die Efeutute Golden Pothos. Und hier sind alle noch weitere, eine Mikans, das ist ja auch immer sehr beliebt, weil die ja diese velvety Oberfläche hat, also dieses samtige. Und hier sind noch ganz viele weitere. Den finde ich cool. Efeututen. Steht aber nur Scandens drauf. Ja. Aber ich finde auch eine schöne Blattzeichnung. Auf jeden Fall. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, hier sind tatsächlich überall Fahne. Und schöne Begonien. Aber ja, ich bin eigentlich nicht der Begonien-Fan. Ja, ich teilweise schon. Es kommt auf die Begonie an, aber das gucken wir uns gleich nochmal da im Detail an. Und hier drüben, wie gesagt, überall Fahne und das muss man halt hier auch mal zeigen. Ne? Eine Pilea in einer richtig coolen Wuchsform. Also die wurde ja quasi so angezüchtet, dass sie so wächst, so ein bisschen Bonsai-mäßig. Finde ich auf jeden Fall cool. Und hier, was hast du noch hier? Ja, das ist wieder ein Fahn in der Hängerampel. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber... Finde ich ganz cool mit diesen flüschigen Pfeifenreinigern. Das sieht auf jeden Fall echt crazy aus. Diese Spinnenbeine. Heuers habe ich selber überhaupt nicht bei mir zu Hause. Hast du Heuers? Ich habe keine Heuers. Ich würde sagen, das ist eine, aber ich habe keine. Ja. Ich habe auch keine. Die sind nicht beliebt bei uns. Bei dir und deiner Lebensgefährtin. Genau. Ja, aber ich weiß nicht. Also ich bin auch nicht so der Heuer-Typ, aber vielleicht muss ich mich da auch einfach noch mal anfixen lassen. Hier sind wir auf jeden Fall jetzt bei Begonien. Die finde ich ganz cool, muss ich sagen. Und die blühen sogar zurzeit. Ja, kenne ich aber absolut null mit aus. Ja, das Problem, also ich finde bei Begonien, also die blühen für mich einfach viel zu häufig. Und dann hat man überall immer die trockenen Blütenblätter da rumliegen. Boah, aber das Ding ist doch mal richtig geil. So ein richtiger Sadomaso-Begonie, oder? Die ist krass, ja. Die ist richtig krass. Ich weiß gar nicht, ob man es hier so richtig... Die ist heftig. Alter, die sind richtig heftig. Eine SM-Begonie. Und hier haben wir noch ein paar Spatiphyllum Diamonds, sogar auch hier in der Blüte. Und die ist hier gerade reduziert für sagenhafte 12,90 € von 24,90 €. Hätte ich die nicht selber und hätte ich die nicht in Hülle und Fülle bei mir zu Hause vermehrt, hätte ich mir heute auf jeden Fall eine mitgenommen, weil ich feiere die auf jeden Fall richtig. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, aber hier, wenn man sich die Blätter hier mal anguckt, so wie dieses eine hier, ich finde die mega schön. Ja. Halt panaschiert, Leute, was soll ich sagen? Das hier finde ich auch richtig cool. Habe ich mal irgendwann auch beim Detlef Römisch auf dem Kanal gesehen, tatsächlich. Weil, wenn man hier mal drunter guckt, wie heftig ist das bitte? Wie kann eine Pflanze, also wir reden hier über eine Pflanze und nicht um irgendeinen... Die sind ganz haarig. Ja, die sind mega flauschig. Die sind richtig flauschig, ja. Ja, aber wenn man sich das so anguckt, denkt man sich ja, wow, krasse Farben, ne? Aber dann hier aber drunter... Aber der Topf, der pusht die Farbe auch noch. Ja, gut. Das stimmt wohl. Schick, schick. Aber ich finde es cool. Also ich finde die, muss ich jetzt nicht unbedingt zu Hause haben. Nee, ich finde es halt einfach schön, wenn man das so sieht. Ne? Ja, hier sind auf jeden Fall viele Heuers und mega schöne. Und ich werde mir auf jeden Fall eine mitnehmen, habe ich jetzt gerade entschieden. Der Dominik vielleicht auch, hat er gesagt. Ich finde den Preis da. Ich glaube, du hast schon mal richtig Seltenes in der Hand. Für eine Heuer? 39,99 €. Also mir sagen Heuers jetzt nichts, aber scheint wohl schon was Besonderes zu sein. Und hier haben wir was richtig Krasses entdeckt. Und zwar sind das hier, ja, ich will es jetzt noch gar nicht vorweg sagen, dann könnt ihr so lange noch selber überlegen, was ist das? Wir lösen das Ganze jetzt auf. Das sind Knollen bzw. Rhizomansätze ohne Blatt. Das bedeutet, hieraus werden Alokasien tatsächlich entspringen. Und zwar ist das eine Makroriza-Alokasia, würde ich sagen. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr crazy und strange aus. Aber hier sieht man es. Ne? Also so sieht das Ganze aus, wenn eine Alokasia richtig lange und richtig groß wächst. Also, wenn man den Platz hat und Lust auf so einen Rettich bei sich im Wohnzimmer, dann kommt hier vorbei und nimmt euch eine mit. Und erweckt das Dornröschen zu leben. Genau. Gut, weiter geht's.
Okay, und hier unten haben wir nochmal eine, das ist die Standardvariante. Das ist die Standard und ja, die unvariegierte. Also hier auch nochmal den Vergleich zu sehen, Standardvariante gegen hier einmal Standard, aber gegen die panaschierte. Die können auch später irgendwann violett werden von unten, ist auch ganz schön. Die jetzt nicht, die sind wahrscheinlich zu klein, die haben zu wenig Licht. Wenn die mehr Licht bekommen, dann werden die auch richtig violett. Ja, ist auf jeden Fall schön. Und das Geile ist halt, da war ja auch bei Momo in der Roomtour. Der hat nämlich auch eine gehabt. Und zwar war die, ich glaube, ja, so 1,20 Meter lang. Also, ich schätze mal 1 Meter locker. Und ja, gut, wenn man die gut pflegt. Dann da vorne haben wir aber auch noch die Erbsenpflanze. Ja, die kann natürlich auch lang werden. Die finde ich auch mega cool. Da stehen auch viele drauf. Ich habe auf meinem Kanal gemacht zur Bewurzelung und Vermehrung. Was kostet die? 7,99. Die kostet 7,99, aber die zu enthedern ist jetzt auch ein Albtraum. Aber ich denke mal, das ist hier alles für den Versand schon aufgerollt. Ja. Hier sieht man nochmal eine andere Größe von der String of Hearts. Und da sieht man auch, was ich gerade meinte mit Violett von unten. Da sieht man sie ganz gut. Die ist auch schön. String of Turtles. Schön sind sie auf jeden Fall, weil wenn man sich hier mal die Blattmuster anguckt, halt wie so ein Schildkrötenpanzer, finde ich auf jeden Fall. Deswegen war natürlich auch der Name. Ja, mega cool. Also. Und die kostet 14,99 €. Und hier haben wir Stefania Erecta. Genau, die Stefania Erecta. Die treibt auch schon teilweise aus. Im Austrieb. Genau, habe ich persönlich auch nicht. Aber finde ich ganz cool eigentlich. Sieht ein bisschen aus wie Kapuzinerkresse. Ja, genau. Da habe ich ein Video zu gemacht. Ich weiß. Ach so, das weiß ich. Ja, genau. Sieht aus wie Kapuzinerkresse, schmeckt nur ein bisschen anders. Und ja, wächst halt auch in der Knolle. Ne? Und wird dann über den Winter dann auch entsprechend überwintert. Die zieht sich dann zurück und treibt dann entsprechend im Frühjahr wieder neu aus. So, Tür ist zu. Hier sind wir tatsächlich im Tropengewächshaus der Raritäten. Das Ding wird mal irgendwann den ganzen Torbogen. Torbogen. Ja. Ist auch schon hier oben. Ja, ist schon da oben angekommen. Und ja, wie ja jeder weiß, die wächst ja wie Hulle, die Syngonium albo variegata bei guter Pflege. Die Mutterpflanzen stehen hier hinter. Ja, die kriegen dann hier so hoch. Die leitet man dann nach innen, dass die dann hier einmal hochgehen. Und wer sie jetzt noch nicht im Detail kennt, so sehen sie aus. Da hier kommt übrigens bald auch nochmal auf meinem Kanal ein Vermehrungsspezial. Hier ist ein adulteres Blatt. Boah, das ist heftig. Das flügelt sich ja dann irgendwann, bis es dann, glaube ich, sogar 5 Flügel bekommt. Die werden dann irgendwann noch kleiner und dann können sich hier hinten noch welche bilden. So, wo gehen wir lang? Also hier, Leute, um mal kurz einen Überblick zu verschaffen, das Ding hier steht also wirklich voll mit Raritäten. So, ich würde sagen, wir gehen hier rein. Wir gehen hier rein, würde ich sagen. Da bleiben wir erstmal bei den Syngonien. Übrigens einer meiner Lieblingspflanzen. Ist das so? Ja. Hier haben wir auch wieder eine Red Spot. Die panaschierten Formen findest du so cool, oder was? Ich mag eigentlich alle Syngonien. Ja, okay. Ja, hier sieht man auch nochmal, hier werden sie dann auch gerade schön fleißig in der Vermehrung angezogen, also alles zur Bewurzelung. Die sind übrigens dann auch jetzt nicht im Online-Shop zu verkaufen. Das geht ja vielen Pflanzen so. Viele Pflanzen stehen hier und werden dann auch tatsächlich nur hier vor Ort verkauft. Also wenn ihr Bock habt und Interesse habt, solche Pflanzen dann auch mal zu sehen und zu kaufen, könnt ihr natürlich auch hier hinkommen. Wo wir hier genau sind, das blende ich euch jetzt hier unten nochmal ein. Und ich verlinke euch natürlich auch nochmal den Shop von Palmmann selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Weißt du, wie die heißt? Nee, aber die ist echt schön. Kreuzung irgendwie. Aber die sind leider auch nicht wirklich hier beschriftet. Schade, ne? Ja, ein bisschen schade, weil man kann nicht alles kennen, ne? Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Das ist einfach so. Und hier haben wir die Aurea-Form der Syngonium. Und die sieht auf jeden Fall auch cool aus. Ja, halt auch cool hier, ne? Mit ja, die sieht richtig cool aus. Hat was, ne? Ist richtig cool. Und scheint auch sehr, sehr schnell wachsen zu sein, wie halt die meisten Syngonien. Syngonien, ja. Die haben Hunger und die wachsen schnell. Genau. Ja, und hier vorne haben wir noch ein paar Philodendren. White Princess, mit dem habe ich persönlich nicht so viel Glück. Ich habe meinen gestern sogar noch umgetopft. Ja, hier so ein kleines neues Blatt, so sehen sie aus. Mega schön in der Panaschierung und die Blattform finde ich halt auch cool. Wächst halt nicht kriechend, sondern kletternd. Kletternd und meistens bei den anderen besser als bei mir. Ja, das ist manchmal so. Ja, irgendwas wird dann der Pflanze gerade bei dir dann hier fehlen und dann irgendwann, wenn du das Richtige gefunden hast, dann geht es bei dir wahrscheinlich genauso gut. Boah, hier ein richtig krasses Weiß. Ja. Ach, guck mal da, gerade noch drüber geredet, da haben wir es. Das ist diese sogenannte Spontanvariegation. Und ja, in der Regel ist es dann so, dass es jetzt bei einem Blatt ist und dann bei dem nächsten Blatt sehr wahrscheinlich nicht wiederkommt. Aber wenn man so ein Blättchen hat, dann freut man sich natürlich. Und in meinem Video habe ich mich auch entsprechend gefreut, weil ich es auch vorher gar nicht gesehen habe, erst in dem Video.
und ihr kennt es vielleicht. Okay, und jetzt gehen wir hier rüber in den nächsten. Warte mal, ich lasse mal den Dominik vor. Ja, auch schön. Ja, bei Juwel-Orchideen, hier sieht man auch ganz große Exemplare. Da muss man aufpassen. Die brauchen halt ganz, ganz wenig Nährstoffe. Die sind ruckzuck kaputt. Sieht man aber auch nicht so oft in der Größe, muss ich sagen. In der Größe meistens sieht man sie nur so klein. Ja. Hier haben wir noch eine Painted Lady, oder? Ja. Ja. In richtig groß. Mehrtrieb bestimmt 6-7 Stämme. Also hier kommen wir zu weiteren Pflanzen. Hier wird es jetzt nur mal größer. Richtig schöne Blätter. Bei den Kriechenden. Genau. Sieht man hier auch. Der hat letztens geblüht. Die komplette Ecke, alles Philodendron da hinten. Und die sind hier auf jeden Fall XXL. Richtig dicke Stämme. Hier auch noch in der Abmoosung. Das ist zum Vermehren. Ne? Also die treiben dann in dem Bereich, wo das Moos quasi umgelegt ist, durch die Feuchtigkeit neue Wurzeln raus. Dann kann man einfach dann davor abschneiden. Hier in dem Bereich dann vorne abschneiden. Hier sind dann neue Wurzeln entstanden und dann hat man quasi seine Stecklinge direkt mit Wurzeln. Und das geht immer sehr schnell und sehr zuverlässig. Sieht aber auch richtig cool aus hier. Guck mal, hier kommt bald ein neues Blatt. Hier sieht man die Hülle, knallrot. Ja, mega, ne? Hier kam gerade ein neues Blatt. Hier müssten wir, genau, Philodendron Gigas haben. Den habe ich auch bei mir auf dem Kanal. Liebe ich auch sehr, die Pflanze. Leider nicht so groß. Aber der hat ganz andere Blätter als der Melanochrysum. Aber auch wunderschön. Und hier haben wir den All-Star, genau. Den Gloriosum. Eines der beliebtesten, wenn nicht sogar die beliebtesten. Hier sieht man sogar gerade eine Blüte. Guck mal rum. Jo. Es war jetzt gerade hier unten drunter ein bisschen dunkel, aber ich denke, ihr seht. Und die stehen hier alle gerade in der Vermehrung. Würde ich natürlich genauso machen, wenn ich hier so ein Gartencenter hätte. Da hinten sind sogar noch größere Exemplare, aber da kommen wir gleich hin. Ja, da kommen wir jetzt gleich hin, den gehen wir nochmal durch. Dominik, wir kommen zum nächsten Gang. Ja. Und hier vorne haben wir die Alocasia cucullata. Cucullata aurea. Ja, genau. Ganz was Besonderes. Und das Geile ist hier halt, die werdet ihr auch im Online-Shop finden oder wenn ihr hier vorbeikommt, so wie sie jetzt hier stehen. Die sehen jetzt natürlich gerade so ein bisschen zerrupft aus, macht aber nichts, denn die sind extra so. Die wurden extra hier flach und kompakt gezüchtet, dass die Knolle auch sehr groß austreibt. Seht ihr jetzt auch hier, die treibt sogar. Die wurden immer wieder gecuttet, haben wir ja vorhin schon gesehen, die ganz großen Mopeds. Genau. Und der Vorteil ist, dass die jetzt auch teilweise mehrfach austreibt. Ja. Und jetzt sind sie gerade dabei, sich zu akklimatisieren. Und wenn sie es dann einmal geschafft haben, so wie jetzt hier oben die Austriebe, dann wird es halt auf jeden Fall richtig schön. Wie gesagt, Aurea Panaschierung. Und richtig vitale Pflanzen. Aurea Panaschierung ist ja immer sehr beliebt. Bei mir, beim Dominik. Auch, ja. Ja, und ich denke, ihr seid da auch so drauf. Gerade panaschierte Geschichten, variegierte Geschichten in der Aurea Panaschierung. Mega coole Sache. Und ihr könnt diese Pflanze gewinnen. Und zwar die Alocasia cucullata Aurea. Die ist mega cool, die wird auch noch richtig cool werden, die wird immer größer und wie gesagt, diese Pflanze könnt ihr gewinnen, so wie sie hier steht, die wird aber nicht von mir versendet, sondern vom Palmenmann selber. Dazu müsst ihr nichts weiter tun, als einmal unten in die Kommentare zu gehen und mal schreiben, habt ihr Erfahrung mit Alocasien, mögt ihr Alocasien? Sind Alocasien eher der Endgegner für euch? Genau. Oder habt ihr vielleicht selber schon mal geschafft, Alocasienknollen so fett zu kriegen wie hier? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich macht es auch keiner. Aber könnt ihr auf jeden Fall mal alles gerne in die Kommentare schreiben. Und damit nehmt ihr dann teil an diesem Gewinnspiel. Und das Gewinnspiel, liebe Leute, beginnt genau jetzt mit der Veröffentlichung des Videos und endet genau hier unten einmal eingeblendet. So, viel Glück, viel Spaß beim Gewinnspiel. Und wir machen jetzt weiter hier zusammen im Tropenhaus der Realitäten. Der Dominik ist schon mal vorgerannt. Ja, hier haben wir noch ein paar White Princes. Ich glaube Mutterpflanzen, man sieht hier, dass sie schon geschnitten wurden, ja. Sind einfach nur in der Vermehrung. Auf der anderen Seite haben wir Philodendron bilitae, richtig? Ja, ich sage immer bilitae, ich glaube der bilitae. Eine sagt das so, der andere sagt das so, genauso wie du zum Beispiel sagst, Melanochrysum. Melanochrysum, ich habe ja. Schon mal in einem Video Melanochrysum gesagt und danach hin habe ich Hate-Kommentare gekriegt. Ja, weil das ist die englische Aussprache, ja. Und die meisten wollen dann lieber Melanochrysum. Aber wo wir jetzt gerade bei der Aussprache sind, wir sagen ja auch oft die Philodendron. Es gibt auch der Philodendron oder das, oder wie, ist ja wie mit Nutella. Wir lassen an dieser Stelle das Gespräch über richtige Aussprache und machen einfach weiter mit der Bilitae. Mit dieser Pflanze, nein, mit diesem Philodendron. Das ist die Standardvariante. Die unvariegierte. Genau, die aber auch sehr schön ist, wie ich finde, also ein richtig schönes Blatt, was die Pflanze hier ausbildet, sehr länglich und sehr charakteristisch. Und die Stiele,
sind dann auch immer so ein bisschen orange. Oft jetzt gar nicht so großartig geguckt, ja, wie sieht der Stiel eigentlich aus. Aber das sind auch Hingucker, meiner Meinung nach. Wie findest du das? Gerade die Stiele, da guckt man sonst so nie drauf. Ne? Aber ich finde hier, guck mal, das ist doch schön einfach. Ne? Wenn man so sieht, das ist so ein Standardstiel hier in grün, so eine andere Pflanze. Also aber hier? Mir persönlich sagt der Gesamthabitus nicht so zu, sag ich mal. Ich finde eher diesen majestätischen Glorioso hier viel cooler. Also Das ist mal ein richtiges Moped. Ja, und das ist. Ich glaube, das sind auch drei oder vier Pflanzen. Und ja, aber jetzt guck mal, beispielsweise hier, ne? Gloriosum, die Venen sind ja vorhanden, aber jetzt nicht so krass. Da gibt es ja die White Veins, Zebra. Warte, wir gehen mal kurz drüber. So, und jetzt schaut euch mal hier die Gloriosum an. Das ist ja wohl von der Blattader-Geschichte her viel intensiver. Da kommt das Weiß viel krasser raus. Und da gibt es halt verschiedene Variationen von. Beispielsweise, wie ich gerade gesagt habe, die Standard-Green-Version. Und dann gibt es die Zebra und dann beispielsweise noch Dark. Die Dark. Dark im Story auch, oder nicht? Ja, sagt mir jetzt gerade nichts. Aber kann sehr gut sein, weil da gibt es ja immer gibt so alles Mögliche. Genau. Aber dann gibt es dann zum Beispiel die Zebra oder die White Veins. Und ja, da müsst ihr auch mal so ein bisschen gucken, wenn ihr da irgendwie eine Besonderheit haben wollt, dass ihr euch da auch mal ein bisschen dann schlau macht über die tatsächliche Unterart der Glorioso. Und jetzt geht es weiter mit dem Dominik und der Philodendron White Knight. Hier sehen wir schon, die Mutterpflanzen von da hinten wurden schon alle geköpft. Und jetzt haben wir hier die Stammstecklinge. Ich glaube, das ist sogar ein Kopfsteckling. Ja, hier sieht man es, also nicht erschrecken, Leute. Aber das ist abgeschnitten zur eigenen Vermehrung hier. Das waren keine Kunden, die hier irgendwie reingetrottet sind und dann mit der Machete hier durchgeratscht sind, sondern das ist alles aus eigener Produktion hier. Und das ist auch so, wie man es nachhaltig halt am besten macht. Und da finde ich, geht der Palmann hier auf jeden Fall mit einem sehr guten Beispiel voran, indem halt auch hier im eigenen Gewächshaus die Pflanzen auch entsprechend nachhaltig weiter kultiviert werden. Ich wollte sagen, das ist ja auch nachhaltiger. Ja. Okay, und jetzt hier hinten. Ach, guck mal da. Hier kommen wir jetzt zu einer meiner Lieblingspflanzen. Die Melanochrysum oder Chrysum oder wie auch immer ihr sie nennen möchtet. Wunderschön am Rangstab gezogen. Teilweise 5, 6 verschiedene Pflanzen. Könnt ihr euch auch noch mal eine ganz große angucken. Die steht da vorne. Die ist wirklich beeindruckend. Leider wird die bei uns ja nie so groß, wie sie in der Natur werden kann. Das ist ja leider immer so. Aber die können ja richtige Mopeds werden. Und da haben wir eine Monstera, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt diese El Skeletto, oder ja, die heißt ja schon gar nicht mehr so. Die wurde ja umbenannt. Oder ob das jetzt eine Adansonii ist. Ja, ich würde sagen. Ah, doch, hier steht es ja. El Skeletto. Ja, finde ich auf jeden Fall auch sehr schön. Cool, also auf jeden Fall. Ich mag halt diese krassen Löcher in den Blättern. Ich habe ja auch eine Adansoni Variegata in der Aurea-Variante. Und das erste Blatt, was da kam, das war halt auch so komplett mit einem riesen Loch. Und da freut man sich halt. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Aber ich habe gar keinen Erfolg mit diesem Monkey Leaf. Aber ich finde es halt mega geil, wenn die Pflanzen dann neue Blätter austreiben. Und dann wartet man immer nur darauf. Ja, wie wird dieses neue Blatt aussehen? Und wenn man dann halt, ne, wenn man solche Dinger bekommt irgendwann, das ist natürlich. Also ich sag mal so, ich finde die Schlitze bei der Monstera auch schön. Ja. Ich habe nur leider noch so selten Erfolg damit bei der Variegierten. Okay. Ich komme vielleicht einfach mal bei dir vorbei. Das könntest du machen. Dann machen wir mal bei dir auch nochmal ein schickes Roomtour. Genau, eine Roomtour beim Dominik. Okay, weiter geht's hier mit verschiedenen anderen Pflanzen. Hier weitere Philodendren. Hier ganz kleine in der Tissue Culture. Die Red Sun ist das für 8,99 €. Also wenn die groß wird, die hat halt auch wirklich wie so ein Sonnenuntergang, finde ich, sieht das Ganze dann aus. Man sieht man ja jetzt hier auch schon. Das Zusammenspiel der Farben ist halt mega cool. Und hier geht es weiter. Hier kommen wir zu einer meiner Lieblingspflanzen. Ja, ist auch, sage ich jetzt mal, so mit unter den Top 5 der Most Wanted Pflanzen. Ne? Hier für 39 €. Die Pink Princess. In einer schönen Größe, die Pink Princess. Und sieht auch alles sehr, sehr vital. Alles gesund top gesund. Aus. Und die Panaschierung ist jetzt nicht irgendwie so eine Kack-Spontan-Panaschierung, sondern das sind ganz feste Panaschierungen, die tief in der Genetik der Pflanze steckt und so auch für Gewissheit gesorgt ist, dass die Pflanze auch wirklich nicht nur die nächsten zwei Blätter so austreibt, sondern wirklich im Alter auch immer noch solche schön pink. Aber auch die Blätter müssen gut versorgt sein für schönes Pink. Das sowieso. Die Pflege muss, die Pflege muss stimmen. Ja. Kann man sich auch tätowieren lassen. So ein paar kleine davon und ja, die werden natürlich wesentlich günstiger sein. Preise stehen jetzt nicht dran, aber wenn ihr im Online-Shop sind noch ganz große umschaut, dann werdet ihr eure Preise da schon entsprechend bekommen.
Ja, und wenn ihr sogar dann hier hinkommen wollt, dann könnt ihr euch sogar genau diese Pflanze raussuchen mit diesem neuen Halbmondblatt. Und das geht auf jeden Fall richtig klar, Leute. Und da drüben auch nochmal. Ich meine, ich könnte jetzt stundenlang so weitermachen. Ey, guck dir das Ding mal an. Das ist richtig. Also ist zu Recht einer der beliebtesten Varietäten, wenn man mich fragt. Also ich liebe sie. Ich finde sie auch schön. Hier sind wir Mut zu Pink. Genau. Da haben wir auch nochmal. Hier ist Florida Ghost, wenn es mich nicht täuscht. Ja. Habe ich auch nicht jetzt, aber wer weiß. Auch nicht. Ich mag halt auch wieder diese Besonderheit der Blattform. Also, das ist ein Blatt, Leute. Ne? Also wächst hier so, wie sie halt wächst. Mega cool. Halt diese Besonderheit. Genauso wie die Philodendron Tortum finde ich auch mega cool, weil es halt einfach ein besonderes Blatt ist. Und hier haben wir noch ein paar Monstera Dubias, die hier am Plank hochwachsen. Und die sind jetzt noch hier relativ klein, aber da gibt es noch ein paar andere, und zwar die da hinten. Und zwar wächst es hier einmal hoch und die Blätter sind auf jeden Fall heftig. Ne? Ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Und so groß können tatsächlich die Blätter einer Monstera Dubia werden, wenn man sie schön hochranken lässt, so wie jetzt hier in diesem Fall. Hier haben wir jetzt eine Thai Constellation, die habe ich gerade entdeckt. Also das war ein richtiges Monster. Und ein wunderschönes Blatt. Ich glaube, das ist sogar das neueste. Also wenn das nicht mal schöne Panaschierung ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich habe leider keine. Dann weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht weiter. Ich habe leider keine, aber das ist nicht die einzige. Hier sind richtig viele, die so einen Durchmesser haben. Ja, also wenn man davon Steckling nehmen will, da brauchst du auf jeden Fall eine Axt oder eine Kettensäge. Ja, hier sieht man es ja. Hier schon mit Neuaustrieb. Genau. Bei der Thai Constellation muss man nur mal aufpassen, die Blattabstände sind so klein. Genau. Da schneidet man lieber weniger als zu viel. Ja. Sonst trifft man nachher noch das Auge. Auf meinem Kanal gibt es auch noch mal das Vermehrungsvideo meiner Monstera Thai Constellation. Die habe ich ja geschnitten in der Mitte, irgendwann letztes Jahr. Und da ist tatsächlich aus dem einen Steckling sind dann 4 neue Pflanzen entsprungen. Das Video dazu werde ich in den nächsten Wochen bringen. Wenn ihr das übrigens nicht verpassen wollt und den Kanal bis hier noch nicht abonniert habt, dann wisst ihr genau. Unten, abonnieren, Glocke. So, und jetzt gehen wir hier mal weiter durch. Und zwar, ja, also Monstera Thai Constellation, eine der meistgefragtesten Pflanzen aktuell. Und hier bekommt er sie auf jeden Fall in einer Riesengröße und großen Stückzahl. Also hier sind auf jeden Fall noch genug vorhanden. Und ich sehe gerade da hinten durch, vielleicht seht ihr es gerade auch. Oh. Da sind auch noch ein paar Monstera Deliciosas. Variegata. Also ich liebe diese Pflanze. Ja. Also ich glaube, ihr mögt sie auch. Das ist ja quasi die Anfangspflanze für jeden in dem Hobby mit den Raritäten. Ja. Und sie ist ja auch extrem gesunken. Inzwischen kann man sie sich ja auch leisten. Ja, was kostet ein Steckling aktuell? Also mittelpanaschiert, so 30 bis 40 Euro, je nachdem wie weit er bewurzelt ist. Und je nachdem wie groß das Blatt ist. Und ich denke, wenn es eine Generation ist, halt wo das Blatt nicht nur so viele Schlitze hat, sondern auch diese typischen Monstera-Fenster, dann kann man natürlich auch ein bisschen mehr Geld dafür verlangen. Ja, aber ich sag mal, wir wollen jetzt hier auch nicht wieder die Preisdiskussion, die ja immer mal wieder in... Man zahlt das, was einem der Steckling wert ist. Genau, wenn ihr Bock auf so eine Pflanze habt und das Ding kostet, was weiß ich wie viel, und ihr habt Bock da drauf und die Pflanze... Hier, sowas kostet natürlich dann schon wieder viel mehr. Aber ich glaube, der Erfolg der Pflanze gibt recht. Also ein großer schwedischer Möbelhersteller hat mal aus Plastik eine rausgebracht und ich denke, das heißt schon alles. Also sehr beliebt, diese Pflanze. Ja, ich finde es auch immer wieder schön. Ja, hier ist das, wie versprochen, das große Blatt von den Männern mit Chrysum. Da sieht man auch, dass die irgendwann die Öhrchen bilden. Das finde ich eigentlich ganz cool. Leider noch nie so eine große besessen. Aber auch da kriegt man ja jetzt inzwischen schon gute Stecklinge. Ist jetzt auch nicht mehr so selten, wie sie mal vor ein, zwei Jahren noch war. Aber immer noch wunderschön. Ja, ich finde es auch super cool. Wie gesagt, in der Pflege manchmal auch nicht so einfach, je nachdem, wie viel Luftfeuchtigkeit sie hier aktuell bekommt. Sagen wir, es steht jetzt gerade bei 70% und ihr habt bei euch zu Hause 45%. Das wird der Pflanze auf jeden Fall nicht gut tun, aber wie gesagt, da seid ihr bestimmt alle mittlerweile Experte genug drin, um genau diese Thematik auf dem Schirm zu haben. Wenn nicht bei mir vorbeischauen, weil bei mir steht ja nicht umsonst in der Video, in der Kanalbeschreibung, Starthilfe für eure Hobbyfragen. Also immer gerne schreiben, vorbeischauen. Ich versuche das immer alles ein bisschen anschaulich zu machen für die Leute. Ja. Mit lustigen Reels und ja, guckt mal gerne vorbei, würde mich freuen. Ja, ansonsten könnt ihr wahrscheinlich auch hier einfach mal die Mitarbeiter fragen, die hier beim Palmenmann mit im ganzen Geschehen hier unterwegs sind. Und die werden euch natürlich auch Frage und Antwort stehen. So, und jetzt sind wir gerade im Kindergarten angekommen. Hier ist die Anthurium
Kristallinum in der Silber-Variante. Sehr wahrscheinlich Silver Splash oder Blush. Auf jeden Fall. Ja, kannte ich nicht so. Ist auch ganz frisch reingekommen. Ja. Gibt es hier jetzt für 24,90. Also wenn euch das interessiert, schaut mal gerne rein. Finde ich auf jeden Fall süß. Ich werde mir auch gleich eine mitnehmen. Ja, und wer auf der Suche ist nach einer Monstera Deliciosa Variegata in einer etwas größeren Version, der kann auf jeden Fall auch mal hier vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob die auch im Online-Shop da drin ist. Aber die hier, liebe Leute, also ich habe selten so ein schön panaschiertes Blatt gesehen. Das hier beispielsweise. Hier ist wieder ein bisschen weniger Panaschierung mit drin, aber hier auch wieder so ein Half-Moon-Blatt. Klar, hier mit ein bisschen Sprenkel, aber Leute, also diese Pflanze ist wirklich heftig. Ja, mega heftig. Heftig. So, und hier hinten gibt es noch eine ganz besondere Rarität. Mal abgesehen davon, dass dieses Blatt hier auch mega cool ist, gibt es hier die Raphidophora Tetrasperma Variegata. Ihr habt vielleicht schon davon gehört, aber diese Pflanze wird wahrscheinlich 2022 die Monstera Adansoni 2.0 Variegata. Denn die hier wird auch richtig gehypt, obwohl die in der Pflege eigentlich recht einfach ist. Ist das hier jetzt so eine Pflanze, die wahrscheinlich so bei eBay Kleinanzeigen aktuell angeboten wird für, ich schätze mal so um die 1800 Euro. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber das wird eine Pflanze sein, die jetzt im Jahr 2022 wesentlich an Popularität gewinnen wird. Und nur damit ihr es schon mal gehört und gesehen habt. So, wir sind jetzt hier am Ende angekommen. Wir waren jetzt auch schon über 5 Stunden hier tatsächlich. Die Zeit ist hier verflogen wie im Flug. Aber hier auch nochmal ein fettes Dankeschön an den Palmmann selber, denn der hat uns hier die Möglichkeit gegeben, hier tatsächlich von diesen 5 Stunden, 3 Stunden lang, ohne dass hier irgendwelche Leute umhergelaufen sind. Klar, Mitarbeiter springen hier rum und natürlich waren wir hier nicht eingesperrt. Ich denke, das sollte jedem klar sein. Ja, und Palmen bekommt ihr beim Palmmann natürlich auch. Die habe ich jetzt hier in diesem Video nicht mehr reingekriegt. Das ist auch viel mehr geworden und viel mehr Zeit, als wir eigentlich vorher gedacht haben. Deswegen muss ich jetzt noch mal gucken, was es hier tatsächlich in diesem Video geschafft hat. Und ansonsten guckt auf jeden Fall noch mal beim Dominik vorbei auf dem Kanal. Houseplants-EssenRü. Genau, findet ihr natürlich auf Instagram, blende ich euch nochmal ein. Und wenn ihr da richtig Bock drauf habt, unten in der Videobeschreibung ist auch nochmal ein direkter Link zu seinem Instagram-Account. Und wir gucken uns jetzt nochmal schnell an, welche Pflanzen wir im Einkaufswagen haben. So, wie man unschwer erkennen kann, hier hinter uns unser vollgepackter Einkaufswagen. Das ist allen Krimskrams drauf, Kamerazeug, bla bla bla. Und halt auch Pflanzen, die stehen jetzt aber hier vor uns. Die hat sich jetzt der Dominik noch reingepackt. Und das ist einmal hier die... Ja, das ist die Anthurium Crystallinum Silver. Die habt ihr ja auf dem Wagen schon gesehen. Das ist mein erster Anthurium. Dann habe ich mir noch eine String of Turtles gekauft. Das ist für den einen oder anderen wahrscheinlich gar nichts Besonderes. Aber für 5 Euro kann man da überhaupt nichts falsch machen. Ich hatte sie noch nicht. Ja, und ich konnte das Gewinnspiel nicht abwarten. Ich habe sie jetzt schon mitgenommen, die Alocasia Aurea. Ich bin richtig gespannt, wie die sich machen wird. Also hier nochmal die Alocasia Cucullata in der Aurea-Version. Hat uns der liebe Beimann hier zur Verfügung gestellt. Das Gewinnspiel hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet. Schreibt einfach unten in die Kommentare einmal rein, was ihr so für Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht habt mit Alocasien. Egal ob positiv oder negativ. Erzählt ein bisschen was über eure Erfahrungen, auch vielleicht in der Anzucht, Knollen etc. Ihr wisst es. Und ansonsten guckt auch nochmal in die Videobeschreibung. Da habe ich nochmal alle Sachen schwarz auf weiß für dieses Gewinnspiel aufgelistet. Und ich würde sagen, wenn ihr hier ein Update haben wollt, dann guckt auf jeden Fall gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Genau, gerne vorbeischauen. Wenn ihr noch andere Videos sehen wollt, wie dieses hier, beispielsweise im Gartencenter in Holland etc., da gab es mehrere Videos schon bereits auf meinem Kanal. Hier verlinke ich mal eins und hier unten findet ihr auch noch ein schönes Video. Und damit haut rein, kümmert euch um eure Pflanzen.